bist bei Going Easy. Und bei Going Easy geht's nicht nur um toxische Beziehungen, so im Spektrum Narzissmus, Borderline-Beziehungen, narzisstische Mütter und natürlich Selbsthilfe, wie zum Beispiel mit EFT-Klopfakupressur, bei allen möglichen Dingen, vor allen Dingen auch bei Angst- und Panikstörungen. Aber ich habe auch noch andere Probleme, wie zum Beispiel eine Erkältung. Und Erkältung kann man auch klopfen. Damit möchte ich heute mal loslegen. Ich habe eine Videoanimation erstellt, wo du die Klopfpunkte findest. Das ist hier oben eingeblendet. Ansonsten sage ich die Punkte an und auch die Sätze und du kannst mir nachsprechen oder du sagst deine eigenen Themen. Übrigens ist mein Thema auch vielmehr, dass ich wieder erkältet bin. Ich hatte nämlich im Dezember eine längere Erkältung. Ja, jetzt ist März und ich habe neulich kalte Füße gekriegt, weil ich zu lange draußen rumstand und dachte, es ist ja schon Frühling mit meinen kleinen Sneakern. Wunder dich nicht, dass ich vor allen Dingen auch das Thema schon wieder und ach, ich habe Angst, dass das so schlimm wird wie im Dezember. Guck einfach, was für dich passt. Ich lasse mich auch einfach oft inspirieren von den EFT-Videos von anderen und was die so für Themen finden und adressieren. Ich beginne an der Handkante. Auch wenn ich wieder erkältet bin, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich wieder erkältet bin, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich schon wieder erkältet bin und ich habe echt Angst, dass das so lange wieder dauert, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Augenbraue in. Ich bin schon wieder erkältet. Augenbraue außen. Ich habe schon wieder echt die Nase voll. Unterm Auge. Ich hasse es, im Bett rumzuliegen. Unter der Nase. Ich würde lieber Sport machen. Unter der Lippe. Oh, diese ganze Inhaliererei, diese ganzen Fußbäder. Oh. Schlüsselbeinpunkt. Und die auf der Arbeit denken auch, schon wieder krank? Unterm Arm. Ich möchte zum Karate gehen. Rippenpunkt. Es fällt mir echt schwer, mich auszuruhen. Auf dem Kopf. Ich habe keinen Bock, krank zu sein. Handgelenk reiben. Warum muss ich schon wieder erkältet sein? Augenbraue in. Dieser Schnupfen. Augenbraue außen. Mir tut mein Gesicht weh. Unterm Auge. Nicht, dass das schon wieder eine Sinusitis wird. Unter der Nase. Es kostet mal so viel Geld alles. Das ganze Angozin und Sinopret, diese ganzen Medikamente. Unter der Lippe. Es bringt sowieso nichts. Schlüsselbeinpunkt. Oh, ich bin echt genervt von dieser Erkältung. Unterm Arm. Ich bin müde und schlapp. Rippenpunkt. Fühl mich alleine. Handgelenkpunkt. Es fällt mir schwer, erkältet zu sein. Auf dem Kopf. Ich ärgere mich über mich selbst. Augenbraue in. Ich ärgere mich, dass ich so lange in der Kälte rumstand. Augenbraue außen. Ich habe nicht gut auf mich aufgepasst. Unterm Auge. Auf der anderen Seite genieße ich aber auch diese Ruhe. Unter der Lippe. Ich habe so echt viel Zeit, um Videos zu machen. Schlüsselbeinpunkt. Ich genieße einfach die Ruhe. Unterm Arm. Ich entspanne mich einfach. Rippenpunkt. Es ist okay, erkältet zu sein. Auf dem Kopf. Was, wenn mir meine Erkältung dient? Augenbraue in. Ich bin offen für die Möglichkeit, diese Erkältung zu akzeptieren. Augenbraue außen. Was wäre, wenn ich diese Erkältung einfach Erkältung sein lassen könnte? Unterm Auge. Es bringt sowieso nichts, dagegen anzukämpfen. Unter der Nase. Es ist total verrückt, die Realität nicht zu akzeptieren. Unter der Lippe. Ich bin offen für die Möglichkeit, diesen Schnupfen, diese Müdigkeit und diese Erkältung jetzt zu akzeptieren. Schlüsselbeinpunkt. Es ist okay, erkältet zu sein.
unterm Arm. Es geht sowieso irgendwann vorbei. Rippenpunkt. Mein Körper braucht jetzt einfach ein bisschen Ruhe. Kopfpunkt. Das wird schon wieder. Handgelenk. Ich lasse diesen Stress jetzt los, den ich mit dieser Erkältung habe. Augenbraue innen. Es gibt echt Schlimmeres. Augenbraue außen. Ich entspanne mich einfach. Unterm Auge. Ich habe es verdient, mich zu entspannen. Unter der Nase. Ich kann, ich darf, ich will und ich werde mich entspannen. Unter der Lippe. Ich nehme niemand etwas weg, wenn ich mich entspanne. Schlüsselbeinpunkt. Es ist sicher für mich, mich zu entspannen und mich auszuruhen. Unterm Arm. Ich aktiviere alle meine Lebensenergien und Selbstheilungskräfte. Rippenpunkt. Und ich lösche jetzt das Programm der Erkältung. Kopfpunkt. Ich aktiviere alle meine Lebensenergien und Selbstheilungskräfte. Augenbraue innen. Mein Immunsystem funktioniert einwandfrei. Augenbraue außen. Mein Immunsystem funktioniert einwandfrei. Unterm Auge. Ich bitte das Universum, mein Immunsystem jetzt zu 180% hochzukurbeln und alle Viren und Bakterien, die in meinem System sind, aufzulösen. Unter der Nase. Ich entscheide mich jetzt, alle Viren und Bakterien, was auch immer sich da in meinem Körper tummelt, rauszuschmeißen. Unter der Lippe. Ich lösche dieses Programm der Erkältung. Schlüsselbeinpunkt. Ich lösche jetzt dieses Programm der Erkältung. Unterm Arm. Gesundheit ist mein natürlicher Zustand. Schlüsselbeinpunkt. Und ich liebe und akzeptiere mich sowieso. Handgelenkreim. Und ich liebe und akzeptiere mich sowieso. So wie ich bin. Ich wünsche euch dir gute Besserung und nicht vergessen, meinen Channel zu abonnieren oder einen Kommentar dazulassen. Wie hat es dir geholfen mit deiner Erkältung? Oder hast du auch noch Tipps für uns mit? Schreib's in die Kommentare, lass ein Like da, teile dieses Video. Mehr ist mehr. Ciao!